werden Sie nicht besorgt. Dieser Beitrag über die Raupenherrschaft hätte Sie sicher ruhig gestellt. Doch dann sind Sie in Selbsthilfen gegangen. Gruppen meine ich, Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen. Und haben sich mit Ihresgleichen ausgetauscht und verstanden gefühlt. Zum ersten Mal in ihrem Leben wurden sie verstanden von sozialen Wesen aus Fleisch und Blut. Das kann man so sagen, dass das richtig war. Es hat ihnen Mut gegeben und das tut den Menschen so gut. Besser als die Tagesschau mit den Raupen. Und dem Stöhnen und Picasso. Picasso war auch immer sehr gefürchtet, wenn er in der Tagesschau vorkam. Das hieß nämlich niemals was Gutes. Nie, kein Mal. Nicht bei Picasso. Nein. Ausschalten, wenn man sie sieht. Sie bringen Krankheit und Pestizide in jedes kleinste Haushaltsloch. Ich fand das jetzt musikalisch eigentlich ganz schön. Der Text wird noch nachsynchronisiert. Glaube ich nicht. Na, warte mal ab. Vielleicht ist ja dies die Nachsynchronisierung. Sie ist sehr gut gelungen. Stimmt, das ist nicht richtig gestimmt. Ursprünglich haben wir nämlich von Quallen gesprochen. Und Quallen haben nicht viel hergegeben. Quallen oder Quallen? Wir haben noch nie ein Lied über Quallen gemacht. Auch nicht über Quallen. Das hat noch nie jemand. Verdampfte Quallen über dem Ozean. Ein sehr melancholisches Thema. Ja. Verdampfte Quallen über den Ozean. Verdampfte Quallen über den Ozean. Verdampfte Quallen über den Ozean und auch über den Wald. Ja. Die Waldquallen sind nämlich auch verdampft. Scheiße.